So, da ist er also gestern gekommen. Der Xbox Elite Controller kommt in einer sehr edlen Pappbox. Und als Inhalt der Controller: auswechselbare D-Pads, auswechselbare Sticks mit verschiedenen Längen, Pedals, ein Täschchen und zwei Standardbatterien und ein USB-Kabel. Aber wenn ich bedenke, dass man bei der PlayStation wenigstens eingebaute Akkus bekommt, ist das jetzt für 150 Euro schon ziemlich schmal. Andererseits sagen die sich wohl, man hat schon zig Akkus oder halt Batterien und das ist umweltfreundlicher. Genauso wie die Pappverpackung. Aber bei PlayStation tun sie sich auch kein Abbrechen. Da ist der Akku auch mit eingebaut. Na gut, also unter der Papphülle ist ein Täschchen, das ja schon mal sehr vielversprechend aussieht. So, hier ist der andere Pappkram drin, eine Anleitung, die Spöxli mit Kabel und Batterien. Das USB-Kabel ist schön lang, aber für meine Bedürfnisse könnte es noch, gut 1-2 Meter länger sein, aber ich bin halt auch im Spezialfall, so weit wie ich vom Fernseher weghocke. Na gut, kommen wir jetzt zur Hauptattraktion. Let's unzip this. Also auch ein schönes Xbox-Logo drauf. Und dann machen wir mal Reißverschluss auf und tada! So, also da oben ist wohl Netz, da könnte man dann wohl das Kabel oder die tollen Batterien oder Ersatzbatterien reinklemmen. Und hier ist er jetzt. Ein Modusschalter, man kann sich also mit dieser Xbox-App zwei verschiedene Modi programmieren, die man quasi hier mit dieser Taste schnell wechseln kann. Ja. Dann, das Wichtigste ist wohl sicherlich hinten, die zwei Tasten, um die Trigger zu arretieren. Also die sind jetzt quasi im Shooter-Modus mit einem sehr kurzen Weg. Dann kann man sie halt wie früher den langen Weg gehen lassen für so Rennspiele, für präzises Gas geben und so weiter. Ja, dann wie man sieht, sind zwei Pedals draußen, weil ich erfahrungsgemäß mit 4 Pedals nicht zocken kann. Also ich bin jetzt bald 40 und dazu bin ich einfach zu alt, ey, um mich da noch großartig umzugewöhnen. So, dann haben wir hier das andere D-Pad. Ich kann es gerade mal zeigen. Es ist sehr sexy, mit Magnet auszuwechseln. Also, das heißt, einfach ein bisschen ziehen. Und dann hat man sein Steuerkreuz und einfach drauf fallen lassen, per Magnet, hält das sogar sehr gut. Das gleiche gilt für die Sticks, einfach abziehen und gegen die vorhandenen anderen Sticks austauschen, einfach drauf, der Magnet macht den Rest. Es wirkt, also damals bei der E3-Präsentation, wenn ich das hier jetzt so sehe, doch ein bisschen Larifari. Aber wenn man es in der Hand hat, merkt man, dass das verdammt stabil fest sitzt. Also top. Fühlt sich nicht an, als ob ich das gerade aufgesteckt hätte. Ja, bei den Pedals, wie man hier sieht, gibt es halt noch so schönes Zubehörfach quasi. Und ja, da könnte man halt logischerweise dann noch die Pedals auf die anderen, also es gibt insgesamt 4 Steckplätze für die Pedals, die sind auch wieder mit Magnet super einfach zu arretieren, einfach zack rein, das war's. Ja, mit der Xbox, oh, war falsche Seite, ja, die sind beide jeweils für eine Seite, sonst überschneiden die sich, so sitzt das besser. Sämtliche Tasten sind auf diese Pedals legbar.
so wie ich das verstanden habe, inklusive sowas wie Steuerkreuz oder Starttaste, kann man sich alles auf diese Pedals unten legen, wenn man drauf steht. Ja, zum Shooter zocken ist es natürlich mega genial, weil man dann springen kann, während man den Finger auf dem Zielstick lässt. Das heißt, zum ersten Mal springen und dabei zielen. Ohne die Verzögerung zwischen Springtaste und dann wieder auf den Thumbstick zu kommen. Ja, ansonsten fühlt es sich relativ von der Größe von allem an wie ein normaler Wireless-Controller. Nur wie gesagt, die Pedals sind halt da. Und von meiner Erfahrung raus, also ich bin zu alt, um mit 4 Pedals zu zocken. Ich komme dann sogar teilweise aus Versehen da drauf. Ich denke, 2 werden für meine Zwecke ausreichend sein. Man kann mit 2-mal schnell auf den Verbindungsknopf übrigens die Pedals auch ausschalten, also falls die einem auf Dauer abfacken. Ja, das war's eigentlich schon. Es ist wie gesagt noch ein gutes, langes 3-Meter-Kabel, 4-Meter-Kabel oder so dabei. USB-Kabel und ja, das große Manko, Standardbatterien. Ansonsten, ja, also wenn man es in Relation mit einem normalen Wireless-Controller setzt, weiß ich nicht, ob er mehr als doppelt so viel Geld rechtfertigt. Andererseits, wenn man es in Verhältnis zu einem normalen SCUF-Controller setzt, ist ja das Preis-Leistungs-Verhältnis definitiv gegeben, würde ich sagen. Also auf der SCUF-Seite, wenn man noch so eine Tasche haben will und noch so ein tolles Kabel und alle 4 Pedals haben will und ja, die kann man sich dann, so wie ich das verstanden habe, nicht mal selbst programmieren. Insofern ist das Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem SCUF-Pad, würde ich sagen, okay, sogar bis teilweise gut, wenn man das berücksichtigt. Wie gesagt, setzen wir uns aber in Relation zu einem stinknormalen Xbox-Controller, ist es schon ein heftiger Preis. Ja, so viel zum Elite-Controller-Unboxing.